geehrten Damen und Herren, schönen guten Nachmittag und grüß Gott. Wenn man so kurzfristig zu einer Pressekonferenz einlädt, dann steckt ein besonderer Anlass dahinter. Ich möchte kurz zurückblenden. Es war vor circa 11,5 Jahren in der Raiffeisen Zentralbank, als Hermann Mayer und Raiffeisen einen Sponsorvertrag unterschrieben. Und wie sich jetzt herausgestellt hat, in den vielen Jahren sollte das die erfolgreichste Sponsor- und Werbepartnerschaft in der österreichischen Sportgeschichte werden. Seine einzigartige Karriere kennen Sie zur Genüge. Über 50 Weltcupsiege, 4 Gesamtweltcupsiege, Olympiasiege, Weltmeistertitel und vieles mehr. Der gelbe Raiffeisenhelm sollte dabei zum Erfolgssymbol werden. Mit diesen einzigartigen Erfolgen, dem großartigen Comeback, wurde Hermann Mayer zum populärsten Sportler dieses Landes und zum weltweit anerkannten Sportstar. Dazu kam eine unverwechselbare Werbekampagne, die ihn auch zum besten Werbeträger dieses Landes machte. In den letzten Wochen gab es viele Spekulationen rund um seine Karriere. Und heute werden wir von Hermann Mayer persönlich erfahren, wie es mit ihm wirklich weitergeht. Bevor er das tut, darf ich noch das Wort dem Herrn Professor Schröcksnall erteilen. Ich darf auch recht herzliches Gott sagen. Ich komme gerade aus Genf, habe Vertragsverlängerungen für den Hermann auch verhandelt mit Rolex und habe sehr kurzfristig vom Hermann erfahren, dass er seine Karriere heute plant oder beziehungsweise bekannt geben wird, was er hinkünftig tun wird. Und darum haben wir sehr, sehr kurzfristig diesen Termin ansetzen müssen und bitte um Entschuldigung, dass es 2 Uhr ist, sonst hätte ich es persönlich nicht geschafft, obwohl es um ihn geht und nicht um mich, aber irgendwo sind wir Teil seiner Karriere und haben uns überlegt, das machen wir gemeinsam und hören uns an, was er für die Zukunft plant. Damit bin ich schon am Ende. Hermann, du bist am Wort. Hallo und grüß euch. Wie letzte Wochen in Wien bereits angekündigt habe, ist jetzt nach reiflicher Überlegung, aber letztendlich doch spontan eine Entscheidung gefallen, die ich jetzt umgehend bekannt geben möchte. Vorweg, ich bin eigentlich mit dem Verlauf der Vorbereitung für die Olympiasaison zufrieden. Die Arthroskopie im Frühjahr, Ende März, die hat eigentlich zu einem idealen Zeitpunkt stattgefunden, sodass ich nach der Rehabilitation sofort wieder ins Training einsteigen konnte. Alles verläuft soweit eigentlich nach Plan oder verlief nach Plan. Und mein Körper, der ist eigentlich in einem sehr guten Zustand, muss ich sagen. Und das hat es mir erlaubt, letzte Wochen vollkommen beschwerdefrei am Gletscher 2 Tage im rennmäßigen Tempo schon Ski fahren zu können. Und dennoch oder gerade deshalb es ist komisch, es ist einfach emotional und ich habe mich dann nach kurzer Bedenkzeit entschieden, dass ich einen Schlussstrich ziehen werde und meine Karriere als Skirennfahrer am heutigen Tag beenden werde. Mein großes Ziel war es nochmal, körperlich wieder richtig in Schuss zu kommen und genau, das ist mir eigentlich gelungen, genauso wie ich es eigentlich vorgestellt habe und in einem guten Zustand entscheiden zu können, ob ich meine Karriere fortführe oder ob ich aufhöre. Und im Hinblick auf mein künftiges Leben war es mir eben von bedeutsamer Wichtigkeit, gesund zu sein und deswegen mache ich jetzt Schluss. Mir ist bewusst, dass damit natürlich ein herausragender Lebensabschnitt zu Ende geht, aber genau nach Abwägen aller Vor- und Nachteile hat sich bei mir die Einsicht durchgesetzt, dass hier und heute für mich der optimale Augenblick gekommen ist, Abschied zu nehmen. Ich habe mir die Entscheidung, das merkt man glaube ich, sicherlich
nicht leicht gemacht. Das ist mir sogar sehr, sehr schwer gefallen. Und natürlich schwingt da eine große Wehmut in mir mit. Schließlich und endlich trenne ich mich jetzt von meinem Traumberuf und beende eine Karriere, wie ich mir es eigentlich als Bub nicht schöner hätte ausdenken können. Rückblickend bin ich sehr, sehr dankbar für eine fantastische Zeit. Und ich glaube, es ist jetzt einmal angebracht, mich bei meinen vielen Fans und bei meinen Partnern für die Unterstützung und für die Motivation, die sie mir über die ganzen Jahre gegeben haben, zu bedanken. Zuallererst natürlich meiner Familie, meinen Eltern, die es geschafft haben, einen hyperaktiven Jungen wie mich eigentlich auf die richtige Bahn zu bringen und vor allem mich zu bändigen und dann auf die richtige Bahn zu bringen. Mein Bruder Alex, der was als Erster schon immer mit mir hat aufnehmen müssen, als Trainingskameraden und teilweise als sehr sturen Trainingskameraden, der was immer seinen Sieg durchsetzen wollte. Dann natürlich mit meinem Sponsor Raiffeisen, mit dem Leo Buschak, verbindet mich mittlerweile ja eigentlich ein freundschaftliches, geradezu eine familiäre Beziehung, die vor allem auch in sehr schwierigen Zeiten, speziell nach meinem Motorradunfall, immer sehr stark hinter mir gestanden sind. Dann beim Professor Peter Schrücksnadel, ohne den seine Unterstützung, glaube ich, das Ganze sicherlich nicht so möglich gewesen wäre. Und der, was das, was ich jetzt einmal anmerken möchte, hier das Ganze unentgeltlich gemacht hat. Und nicht, wie man oft hört, vielleicht, dass er was dazu verdient hat. Im Gegenteil, die ganzen Abgaben sind eigentlich dem österreichischen Skiverband und der Nachwuchsarbeit zugute gekommen. Und er hat mir auch mit seinen alternativen Trainingsmethoden, sprich beim Fischen, wieder zurückgebracht nach meinem Comeback oder bei meinem Comeback wieder auf die Siegerstraße. Bedanken möchte ich mich bei meiner Heimatgemeinde Flachau oder Flachau Winkel, auf dessen perfekten Umfeld ich oder auf diesen Pisten ich mein technisches Machwerk habe ausüben hab können und mich da weiterentwickeln habe können. Dann natürlich beim Andi Evers, der mir nicht nur beim Fußball, sondern auch natürlich beim Skifahren immer ein sehr guter Wegbegleiter gewesen ist und nach wie vor ist und mir wahnsinnig viele Tipps hat geben können und wo wir gemeinsam sehr viele Erfahrungen haben machen können, glaube ich, in der ganzen aktiven Zeit. Dann beim Toni Giger und beim Hans Bumm, das glaube ich nicht immer so einfach hatten mit mir, wenn ich mit den einen oder anderen Teamkollegen vielleicht aus Trainingseifer nächtliche Radtouren unternommen habe und das, glaube ich, war auch eine ziemlich neue Herausforderung für Sie im österreichischen Skiverband. Dann beim Heini Bergmüller natürlich, der was mir den letzten Feinschliff gegeben hat in meiner konditionellen und körperlichen Arbeit. Dann bei den ganzen Betreuern, Physiotherapeuten, Masseuren und Ärzten, stellvertretend dafür in Arthur Trost, der das Vergnügen hatte, meinen Körper ab und zu von innen sehen zu dürfen. Und dann nochmal natürlich beim österreichischen Skiverband, die später aber doch dann zur Einsicht gekommen sind, dass sich ein verstecktes Talent in Österreichs Bergen herumtreibt. Schließlich und endlich, und das ist mir ganz ein besonderes Anliegen, möchte meine Teamkollegen, jeden Einzelnen, noch alles Gute wünschen und hoffe, dass der eine oder andere irgendwann einmal meine Erfolge übertreffen wird. Für meinen Teil bin ich sehr, sehr froh, diese Entscheidung gefällt und bekannt gegeben zu haben heute. Und ich freue mich jetzt schon sehr auf die Zeit danach und auf weitere spannende und interessante Kapitel in meinem Leben. Es tut mir sehr leid, dass ich ab und zu ein bisschen gestockt habe, aber ist sehr, sehr emotional und ich möchte mich bedanken bei allen und für dich.